Der größte Bitcoin-Bulle hat wieder zugeschlagen und BTC im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar gekauft. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns im heutigen Video etwas genauer an. Darüber hinaus beschäftigen wir uns auch mit allgemeinen Bewegungen in Bezug auf den Bitcoin. Während wir uns im gestrigen Video mit der aktuellen wirtschaftlichen Verfassung beschäftigt haben, beschäftigen wir uns heute etwas genauer mit dem Bitcoin selber, um herauszufinden, wo wir momentan stehen und wo unsere Validierungspunkte sind, ab wo soll man aufpassen, denn nur so sind wir auch auf die zukünftigen Monate genau vorbereitet. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Marktupdate. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start ins Wochenende. Wir wollen gar keine Zeit verlieren. Wenn wir uns den Bitcoin selber anschauen, dann sehen wir hier, dass er relativ richtungslos erscheint. Mal sieht es ein bisschen besser aus, mal ein bisschen schlechter und übergeordnet sehen wir diese Tendenz ja schon seit einigen Monaten. Das hält einige Marktteilnehmer allerdings nicht davon ab, sich die Taschen weiter voll zu machen. Während viele Leute momentan akkumulieren, hat auch MicroStrategy ein weiteres Mal zugeschlagen. Wie heute Nachmittag bekannt gegeben wurde, hat das Unternehmen zwischen dem 6. August und dem 12. September mehr als 18.300 Bitcoin zu einem Gesamtwert von 1,11 Milliarden US-Dollar gekauft. Also wieder einmal eine gigantische Summe, wobei sich der Dollar Cost Average, also der im Durchschnitt bezahlte Preis pro Bitcoin hier auf 60.408 US-Dollar beläuft. Das ist natürlich nur der Dollar Cost Average für die 18.300 Bitcoin, die sie jetzt erworben haben. Bereits im Vorfeld hat das Unternehmen natürlich mehr als 200.000 Bitcoin in den letzten Jahren gekauft. Ihr allgemeiner Dollar Cost Average befindet sich somit immer noch im Bereich von 35.000 US-Dollar. Das Unternehmen steht also auch aktuell immer noch mit einigen Prozentpunkten im Profit und vor allem eben mit einigen Dollars. So sprechen wir von mehreren Milliarden Dollar, die MicroStrategy aktuell im nicht realisierten Gewinn steht. Dabei stellt sich natürlich für viele Marktteilnehmer die Frage, warum kauft MicroStrategy gerade jetzt? Sehen sie eine Trendwende oder handeln sie einfach nur nach Gefühl bzw. wenn das Geld da ist. Historisch gesehen sehen wir relativ schnell, dass MicroStrategy jetzt keine besondere Strategie dabei hat, den Boden zu timen. Auch Michael Saylor, der das Ganze hier bei MicroStrategy angeleiert hat, sagte selber, dass er hier nicht spekuliert. Er weiß, dass Bitcoin auf 21 Millionen begrenzt ist und langfristig der Kurs steigen wird. Kurzfristige Preisschwankungen machen ihm somit nichts aus. Doch damit bleibt natürlich trotzdem die Frage, wie könnte es ab jetzt weitergehen. Dabei gibt es natürlich verschiedene Metriken. Im gestrigen Video beschäftigten wir uns ja bereits mit der wirtschaftlichen Verfassung. Wir haben uns die Pros und vor allem auch die Kontraargumente angeschaut. Doch der Bitcoin selber hängt ja nun seit 6-7 Monaten hierbei in einer eher pessimistischen Bewegung fest. Worauf kommt es an? Welche wichtigen Widerstands- und vor allem Unterstützungsbänder haben wir? Dazu schauen wir uns erstmal die verschiedenen Kostbasen an, also die durchschnittlichen Kaufpreise oder Kaufkurse. Die neuen Custodial Wallets bzw. vor allem die ETFs haben derzeit einen Dollar Cost Average von ca. 62.000 Dollar. Das heißt, die neuen ETF-Käufer haben hier ein DCA von knapp 62.000 US-Dollar, zumindest wenn man nach diesen Daten von CryptoQuant geht. Dementsprechend sind sie aktuell rund 6% im Minus. Die Binance-Trader, die hier ebenfalls hervorgehoben wurden, haben einen Dollar-Cost-Average von 55.000 Dollar pro BTC, sind also leicht im Profit. Deutlich stärker im Profit sind die Bitcoin-Mining-Companies mit einem Dollar-Cost-Average von 43.000 US-Dollar. Die alten Bitcoin-Wale haben hierbei den besten Dollar-Cost-Average von 27.000 Dollar pro BTC und sind derzeit rund 100% im Profit. Hierbei sind das alles Zielniveaus, die definitiv nicht irrelevant sind. Erst jüngst sahen wir ja, wie der Bitcoin im Bereich von 55.000 Dollar, also im Bereich der Binance-Trader, hierbei Unterstützung gefunden hat. Dabei sehen wir natürlich auf der anderen Seite, dass der Bitcoin auch schon durch einige wichtige Unterstützungslinien gefallen ist. Allen voran der 200er Tagesdurchschnitt, der hierbei aktuell bei ca. 64.000 US-Dollar liegt. Sollten wir tatsächlich diese Marke nachhaltig unterbunden haben und im besten Fall nochmal die 64.000 Dollar anlaufen und dann stark abgewiesen werden, könnte es theoretisch in Richtung des nächsten Bärenmarktes gehen. Ich glaube es nicht. Das Ganze wurde hier allerdings in einer neuesten Analyse hervorgehoben, wobei der Bitcoin im Worst Case auf den Preis von 31.500 US-Dollar
zurückfallen könnte. Hierbei, und das möchte ich ganz klar sagen, handelt es sich um einen möglichen Bodenbereich, sollte der Bitcoin jetzt in einen Bärenmarkt rutschen, denn hierbei handelt es sich um den realisierten Preis, also der im Durchschnitt gezahlte Preis pro Bitcoin, und dieses Niveau hat in der Vergangenheit immer wieder wichtige Unterstützungsniveaus in Bärenmärkten gebildet. Doch natürlich ist nicht, wenn wir jetzt hier nochmal abgewiesen werden, das nächste Zielniveau die 31.500 US-Dollar. Aufgrund dessen beschäftigen wir uns jetzt auch mit möglichen Nachkaufzonen, die bei einem weiteren Negativtrend für uns relevant sein können. Unter anderem hat ARK Invest hierzu einen neuesten Monatsbericht veröffentlicht, in dem das US-Investment-Management-Unternehmen wichtige Daten zur aktuellen Entwicklung mitgegeben hat. Auch sie sprachen über die klassischen Unterstützungsniveaus des 200er-Tagesdurchschnitts sowie auch des Short-Term-Hodler-Realized-Prices. Beide Niveaus hat der Bitcoin ja verloren, haben wir uns in den vergangenen Monaten, als er diese Niveaus verloren hat, etwas genauer angeschaut. Dabei haben wir jetzt den Bärenmarkt-Bodenbereich ungefähr bei knapp 31.500 US-Dollar und wir haben auch ein Niveau von knapp 64.000 US-Dollar, was im besten Fall nachhaltig wieder eingeholt wird, also hier der 200er Daily Moving Average. Doch was haben wir dazwischen und wann kann man stärker davon ausgehen, dass wir uns wirklich im Bereich eines Bärenmarktes begeben, denn das ist nicht bei einigen Dollars weiter tiefer. Laut der neuesten Analyse von ARK Invest würde man ab dem Niveau von 46.000 US-Dollar von einem neuen Bärenmarkt ausgehen, beziehungsweise von einem weiteren längeren Abwärtstrend. Sie betonten in der neuesten Analyse, derzeit liegen die wichtigsten Preisstützen von Bitcoin bei 52.000 Dollar und 46.000 Dollar, wobei letzterer durch eine On-Chain-Mittelwert die rote Linie im Diagramm bestätigt wird. Also wir können an dieser Stelle festhalten, ganz oben am besten wäre ein Ausbruch über 64.000 US-Dollar. Rutschen wir ab, haben wir bei 55.000 US-Dollar Unterstützung sowie auch bei 52.000 US-Dollar. Sollten wir auch diese Niveaus verlieren, würden wir laut ARK Invest in den Bereich von bis zu 46.000 Dollar fallen und wenn wir hier keine Unterstützung finden, wäre es die Bestätigung für den nächsten Bärenmarkt. Dabei hat ARK Invest vor allem auch hervorgehoben, dass die durchschnittlichen Bitcoin-Spot-ETF-Käufer derzeit im Verlust sind. Die Bitcoin-Spot-ETFs sind jetzt seit knapp 8 Monaten handelbar und wie auch eingangs schon besprochen, befindet sich der durchschnittliche Bitcoin-Spot-ETF-Investor derzeit im Verlust. Okay, jetzt haben wir uns angeschaut, wo wir momentan stehen, was die Validierungspunkte für einen potenziellen Bärenmarkt sind und welche Preisniveaus ab dann für uns relevant sein können. Übrigens, es heißt natürlich nicht, dass wenn Bitcoin die 52.000 Dollar verliert, dass er automatisch auf 46.000 Dollar zurückfällt. Es sind nur wichtige Preisniveaus, die im besten Fall immer wieder als größere Unterstützung dienen, falls wir überhaupt so weit nach unten abrutschen. Ich möchte das hier nur ehrlich mit euch kommunizieren. Ich persönlich gehe nicht davon aus, aber sollte es soweit sein, ist es natürlich besser, vorbereitet zu sein, anstatt sich dann zu fragen, oh Mist, was mache ich denn jetzt? Und warum gehe ich nicht davon aus, dass wir jetzt wirklich in einen Bärenmarkt reinlaufen? Grund dafür sind viele wichtige Daten auch aus dem Hintergrund, die teilweise auch von ARK Invest hervorgehoben wurden. Unter anderem der MVRVC-Score, der die Marktkapitalisierung mit der Kostenbasis, also mit dem durchschnittlichen Kaufkurs vergleicht. Er befindet sich aktuell nämlich immer noch im Bullenmarktgebiet, wobei ARK Invest im neuesten Bericht betont, Ende August lag der MVRVC-Score bei 1,6 im Vergleich zu seinem Mittelwert von 1,42%. Der Mittelwert dient als Ablehnungszeitpunkt zwischen dem Bullenmarkt und einem bevorstehenden Bärenmarkt. Sollten wir also das Niveau von 1,42 unterschreiten, würde das eben ebenfalls die Bestätigung eines Bärenmarktes geben. Ich persönlich sehe die aktuelle Entwicklung sowie auch ein theoretisches Unterschreiten von 1,42 als nicht sonderlich gefährlich. Warum sehe ich das so? Ganz klar, wir haben eine ähnliche Situation wie aktuell bereits schon 2016, 2017 und auch 2019, 2020 erlebt. Immer wieder sind wir hier stärker abgerutscht und haben quasi, bevor wir in den vollentfalteten Bullrun gegangen sind, noch einmal diese stärkere Korrekturphase durchleben müssen. Ebenfalls bestätigt das Ganze auch der sogenannte Pure Multiple. Der Pure Multiple konzentriert sich auf die Bitcoin-Miner-Einnahmen und vergleicht diese zu historischen Durchschnittswerten, was eben die Rentabilität und die Anreize der Miner betont. Der Pure Multiple entwickelt sich aktuell ähnlich
wie auch 2020 und 2016 nach unten und könnte hierbei einen Marktwendepunkt signalisieren. Wir sehen also auch hier im selben Zeitraum mögliche potenzielle Wendebereiche. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Pure Multiple und auch der MVRVC-Score sich Niveaus nähern, die zumindest in der Vergangenheit ganz klare Kaufgelegenheiten signalisierten. An dieser Stelle würde ich mich übrigens extrem über eine kurze Bewertung freuen. Gerne einen Daumen nach oben, falls dir das heutige Video gefällt und weiterhilft. Und falls es dir überhaupt nichts sagt, natürlich auch gerne einen Daumen nach unten. Auf konstruktive Kritik in den Kommentaren bin ich immer sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich hier die Information vernünftig mit euch teilen kann, dass zumindest so gut wie alle verstehen, was mit diesen verschiedenen Daten gemeint ist. Wir kommen jetzt auch noch einmal auf eine Entwicklung zu sprechen, die ich persönlich extrem spannend finde und die mich auch ja, ziemlich bullish stimmt. Und hierbei sprechen wir über das liquide und das illiquide Supply. Insgesamt befinden sich derzeit 19,8 Millionen Bitcoin im Umlauf. Die restlichen 1,2 Millionen, diese werden in den nächsten über 100 Jahren noch von den Bitcoin-Minern gemeint. Von diesen 19,8 Millionen Bitcoin befinden sich momentan rund 14,6 Millionen Bitcoin, also ca. 73% im illiquiden Bereich, während 5,2 Millionen Bitcoin sich im liquiden oder hochliquiden Bereich befinden, also die übrigen Prozentpunkte. Wir sehen hierbei eine massive Divergenz, sodass das illiquide Angebot ansteigt, also Coins gehalten werden, die sich nicht direkt im Markt befinden, gegenüber hochliquiden Coins, die eben immer weniger werden. Wir sehen hier einen scharfen Kontrast, vor allem im Vergleich zu Anfang 2024, als die Bitcoin Spot ETFs an den Start gegangen sind und aus dem Grayscale Bitcoin Trust viele ehemalige illiquide Bitcoin in den liquiden Umlauf gekommen sind. Doch was bedeutet liquid und illiquide eigentlich? Das illiquide Angebot bezieht sich hierbei auf Bitcoin Wallets, die in der Regel nur Bitcoin empfangen, diese allerdings nicht wieder versenden oder zumindest nur sehr selten. Auf der anderen Seite sehen wir eben das liquide oder auch hochliquide Supply, welches vor allem von Wallets gehalten wird, die dafür bekannt sind, viele Bitcoin schnell zu bewegen und dementsprechend auch potenziell eher gewillt sind zu verkaufen. Aus den aktuellen Daten geht also nun hervor, dass wir zwar seit Beginn des Jahres einen massiven Anstieg des liquiden Supplies hatten, da die Grayscale Bitcoin Trust Bitcoin verteilt wurden, dieses Supply allerdings auch ziemlich schnell wieder eingebrochen ist. Das liquide Supply war so stark rückläufig, wie als wir das letzte Mal in den Bärenmarkt gerutscht sind. Das heißt, als wir 2021 in den Bärenmarkt gerutscht sind, ja, wurden viele Bitcoin verkauft. Sie wurden allerdings vor allem von langfristigen Bitcoin-Inhabern aufgekauft, die eben diese Bitcoin quasi ins illiquide Supply gezogen haben. Das besonders Spannende ist, dass der aktuelle Rückgang, also seit Beginn des Jahres, wo wir einen starken Anstieg gesehen haben und jetzt eben, wo der Trend stark rückläufig war, dass sich die illiquiden Bitcoin momentan auf demselben Niveau befinden wie im Bodenbildungsbereich des letzten Jahres und auch vor allem im Bereich des Bärenmarktbodens. Das heißt, wir sehen hier von der Menge des illiquiden Bitcoin-Supplies ja fast genau dasselbe Niveau, was eben darauf hindeutet, dass momentan am Markt wenige Bitcoin angeboten werden, so wie eben zu Bereichen der Bodenbildung. Natürlich muss man an dieser Stelle das Ganze relativ betrachten, denn wir sehen natürlich auf der anderen Seite, dass die OTC-Desk weiter gefüllt sind. OTC-Desk sind hierbei vor allem Tools, die von Institutionellen genutzt werden. Ich hatte dazu vor 2 Wochen ein eigenständiges Video gemacht. Hier sahen wir in den letzten Monaten 2 stärkere Aufstiegstrends. Mittlerweile befinden sich rund 400.000 Bitcoin auf den OTC-Desk, also institutionelle Händler, Bitcoin-Spot-ETF-Käufer beispielsweise oder auch andere Institutionelle im Hintergrund können auf diese OTC-Desk zugreifen, um dort rüber eben Bitcoin zu kaufen, ohne dass es einen Effekt auf den Bitcoin-Kurs hat. Bedeutet ganz einfach, wenn die Nachfrage bei den Bitcoin-Spot-ETFs jetzt wieder stark ansteigen sollte, werden diese Institutionellen wahrscheinlich erstmal die OTC-Desk zum Teil leer kaufen, bevor sie dann an den freien Markt gehen, was eben dann bedeuten könnte, dass die Nachfrage in den Bitcoin-Spot-ETFs zwar ansteigt, der Kurs allerdings nicht im selben Zusammenhang ebenfalls mit ansteigt. Ich hatte das Ganze vor einigen Wochen genauer angesprochen. Ich verlinke euch, verlinke ich mal das Video für euch, falls ihr nicht genau wisst, was OTC-Desks sind und wie darüber eben auch der Kurs beeinflusst werden kann. Wir sehen also, dass jetzt die OTC-Desk-Bestände auf einem weiteren Höchststand sind. 400.000 Bitcoin ist natürlich nicht wenig. Wir sprechen hier von mehr als 22 Milliarden US-Dollar. Wir haben uns allerdings im damaligen Video auch angeschaut, dass diese Bitcoin nicht alle verkauft werden müssen, bis hier tatsächlich der Effekt auch auf den Markt ankommt. Es reicht schon, wenn hier knapp 100.000, 150.000 Bitcoin aus den OTC-Desk wandern. Also
8, 9, 10 Milliarden Dollar. Wie gesagt, mehr dazu im Video von vor 2 Wochen. Und wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis setzen zum illiquiden Supply und vor allem auch zu der potenziellen Kaufkraft, die uns in den nächsten Monaten bevorsteht, bin ich auf jeden Fall tiefenentspannt. Unter anderem die FTX-Gläubiger sollen ja im 4. Quartal des aktuellen Jahres noch ausbezahlt werden. Hierbei sprechen wir von rund 16 Milliarden US-Dollar, die an ehemalige und aktuelle Investoren zurückfließen, die dann natürlich auch tendenziell wieder schnell in den Bitcoin- und Kryptomarkt wandern können. Also man muss ganz klar sagen, ja, es gibt einige bearische Anzeichen. Mir persönlich überwiegen allerdings die bullischen Anzeichen. Ich habe allerdings auch kein Problem damit, sollte der Bitcoin nochmal weiter korrigieren. Ist natürlich extrem nervig für alle Marktteilnehmer, die vielleicht erst in den letzten 6 bis 12 Monaten in den Markt gekommen sind, vor allem in den letzten 6 bis 7 Monaten. Es gibt allerdings ebenfalls, muss man auch ganz klar sagen, dafür die Möglichkeit, jetzt sein Dollar Cost Average runter zu prügeln, Bitcoin tendenziell günstiger zu kaufen, vor allem wenn die bärische Marktphase weiter anhalten sollte, was ich persönlich nicht unbedingt glaube, denn für mich sieht es hier ziemlich parallel zu 2016, 17 und 19, 20 aus. Lass mir deine Meinung dazu gerne mal in den Kommentaren da. Übrigens, falls du ebenfalls noch deine Bestände in den nächsten Monaten weiter aufstocken möchtest, dann check gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung. Bei Bitwarfo gibt es aktuell einen 10 Euro Willkommensbonus und was besonders geil ist, die ersten 10.000 Euro Handelsvolumen sind komplett gebührenfrei. Das heißt, man kann hier erstmal zuschlagen, ohne Gebühren zahlen zu müssen. Im Anschluss dessen hat man dann mit maximal 0,25% die günstigsten Gebühren, die es auf einer regulierten Spotbörse überhaupt gibt. Also gerne einfach mal auschecken. An dieser Stelle beende ich allerdings auch schon das Video, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao Freunde.